Schauspieler John Turturro wirkt im The Batman Spin-off The Penguin nicht mit. Grund dafür seien die brutalen Szenen mit Frauen. John Turturro, 67, hat seine Absage für The Penguin mit den gewalttätigen Szenen in der Miniserie erklärt. Er kehrte in dem Ableger zum Film The Batman von 2022 nicht in seiner Rolle als Verbrecherboss Carmine Falcone zurück, weil er die dargestellte Gewalt gegen Frauen nicht vertreten könne. In der Serie gab es viel Gewalt gegen Frauen und das ist nicht mein Ding, so der Schauspieler gegenüber dem US-Branchenmagazin Variety. In The Batman habe er mit seiner Rolle noch gemacht, was ich wollte. Falcone gehört zu einer der gewalttätigsten Figuren aus dem Batman-Universum. In dem Film werde seine Gewalt aber eher angedeutet, als richtig gezeigt, betonte Turturro. Es passiert im Off. So ist es erschreckender. The Penguin feierte in Deutschland am 20. September Premiere auf Sky Atlantic und WOW. Die Serie stellt den The Batman-Charakter Pinguin in den Mittelpunkt, der wie im Film von Colin Farrell, 48, verkörpert wird. Turturros Rolle als Falcone übernahm der Kingsman-Darsteller Mark Strong, 61. John Turturro hat Terminstress. Ein weiterer Grund, warum Turturro das Angebot für The Penguin ausschlug, seien seine weiteren Verpflichtungen. Man kann nicht alles machen, was man will, sagte er dem Magazin. Der US-Amerikaner ist ab Dezember in Pedro Almodovars, 75, neuem Film The Room Next Door zu sehen und ab Januar in der zweiten Staffel von Severance. Außerdem dreht er gerade für die Literaturverfilmungen von Sebes Theater und Is There No Place on Earth for Me,